Moin moin hallo und herzlich willkommen zurück zu Hand of Fate 2. Ja, der alte Kartengeber, der alte Zausel, meint es ja immer sehr gut mit uns, nicht? Und naja, schauen wir mal, was uns diese Karte hier, beziehungsweise diese Map, jetzt bringen wird. Als du den verschneiten Berg Freydis besteigst, stößt du auf eine Hütte, aus deren Schornstein beißender Rauch aussteigt. Eine gebrechliche alte Frau fegt den Schnee vom Weg und winkt dich rein. Mal Leclipse sagt, wir sind auf der Suche nach der großen Hohepriesterin. Wir haben eine wichtige Nachricht für sie. Ihr geht besser nicht ohne Segen, wenn ihr euch gut mit ihr stellen wollt. Ich brauche gerade etwas zusammen. Vielleicht wollt ihr ja mal kosten. Zaubertrank, wo sind die Misteln? Woll ja Gift. Wenn es mir diesmal gelingt, könnt ihr ihn für sie mitnehmen, erklärte sie, während sie im Kessel herumrührt. Weil der Klaps lehnt höflich ab. Natürlich bin ich wieder der Arme, der darf. Ich achte sehr darauf, was ich zu mir nehme, aber meine Begleitung hier hat einen unersättlichen Appetit, sagt er und stößt dich nach vorne. Ich hasse diesen Kerl. Ich hasse Mel Klaps. Ich hasse ihn. Und, okay. So schnell konnte ich jetzt gar nicht gucken, was drauf stand. Bips. Okay, die. Präziser Wurf. Erreiche den genauen Zielwert in einem Würfel-Gambit. Mit 5 Ausrüstungskarten zu ziehen, dann musst du diese Karte ablegen. Okay. Die vor allem den genauen. Boah, ist das mies. Das werde ich bestimmt vergessen. Du probierst den aromatischen Trank und spürst, wie sich ein wohliges, warmes Gefühl in deinem Körper ausbreitet. Mein Rezept scheint ein Erfolg zu sein. Das wird der Hohepriesterin sicherlich zusagen. Du bedankst dich bei der alten Frau und setzt deinen Weg den Berg Freydis hinauf fort, ohne dem Schneesturm, der sich über dir zusammenbraut, Beachtung zu schenken. Gudi. Ich würde mal sagen, wir machen zack, zack, zack. Gegebenenfalls dann noch dort und ja. Ups! Nahrung haben wir noch genug. In Truly wild nature will not tolerate fury in its domain, unless it is its own. Hoch oben in den frostbedeckten Bergen, ja, erblickst du durch das Schneetreiben die Gestalt eines Mannes über dir. Du kannst seine dumpfe Stimme kaum verstehen. Wer wagt es, den heiligen Boden unserer Priesterin zu durchreisen? Ich. Och nö. Frostfeinsteller und 3 Frost-Null, okay. Plünderer, gewandt wie Bergziegen, Stürme mit gezogenen Waffen, den Berg hinunter. Okay, jetzt kommt der Goat-Simulator. Merl! Tu mal ein bisschen mehr als nur dumm in der Gegend rumstehen. So, schauen wir mal. Wieder in Erinnerung rufen. E, nicht Q. Männer! Feinsteller! Auf den Froststeppen. Ja, auf den Froststeppen ist nicht viel Beute zu finden. Die scharfen Augen eines Feinstellers sehen alles. Feinsteller werfen Jagdfallen, die ihre Ziele fesseln. Weiche aus, um ihren Fallen zu entkommen. Oder wechsel schnell die Bewegungsrichtung, um dich schnell zu befreien. Oh. Mach du schon mal! Das war knapp! Bams! Ah, zumindest haben wir den schon mal. Ach, verdammt, falsch schon angegriffen. Ich drücke immer noch Q, wenn ich abwehren will. Das ist ganz schlimm. Das ist immer noch so extrem ungewohnt. Und dabei habe ich den Vorgänger gar nicht lange gespielt. Okay, der ist down. Da kommt die Schnuckis. Zack. Aha. Also gut, dass wir schon einige down haben. Von mehreren sollte man sich, glaube ich, nicht fesseln lassen. Ja.
So, machst du mal bitte. Dankeschön. Na komm. Aber das... Verdammt nochmal, das ist eine Abwehr. Muss ich echt besser üben. Hilfe. Oh, Schwert des Soldaten. Kritische Treffer, Gegenschlag. Ah, auf jeden Fall... Also mitnehmen tun wir sowieso. Ich gucke mir das gleich mal ganz genau an. Persönlich mag Schwerter ja lieber. 20 Gold! Jura, wir können den nächsten Tempel was kaufen bzw. bezahlen, wenn sie uns wieder Gold abknabbeln wollen. So, was haben wir denn hier? Unverlässiges Schwert, 15. Also die Axt ist momentan... Aber es ist halt natürlich schwer. Kritische Trefferchance. Also das ist, glaube ich, im Moment echt die beste Wahl. Haben wir nichts weiter. So, okay. Der letzte Zusammenprall eurer Waffen lässt die schneebedeckte Oberfläche aufreißen. Du spürst ein tiefes Grummeln, als der Schnee in Bewegung gerät und dich zu einer spektakulären Lawine auftürmt, die direkt auf dich zukommt. Ziel ist 11. Wir mussten ja 11 treffen, ne? Dice are a constant reminder of death. The singular is die, as I'm sure you know, and they are Stimmt. often called bones for the material from which they were crafted. Ja, super. Here, however, they may also... Die sind sowieso gezinkt! Eine Würfel! Ah. Okay, ich habe 9. Ich möchte ganz gerne nur den würfeln. Wir brauchen eine 4. Ba-ba-bam. Die Lawine wird uns plätten. I'm somewhat surprised you lost that one. Ach, du mit deinen gezinkten Würfeln. Wisst ihr eigentlich, warum die Würfel gezinkt heißen und woher das kommt? Weil früher, beziehungsweise waren heute Feuerspieler wahrscheinlich auch noch genauso, wurden dann meistens bei der 1 ein kleines Loch reingebohrt und dann wurde da Zink reingefüllt. Oder Blei, je nachdem. Ja, und dann wieder zugemacht, sodass man es nicht sah. Und dann natürlich, weil die 1 auf der Gegenseite von der 6 ist und schwerer ist, bist du dann häufiger an die 6 gekommen. Als du dich zu retten versuchst, wird dir der Boden unter den Füßen weggerissen, der Schnee verschluckt dich und wirft deinen schwerelosen Körper den Berg hinunter. Autsch. Du entdeckst die Waffe eines Angreifers, die aus dem Schnee ragt. Als du dich näherst, erkennst du seine Hand, die die Waffe noch immer umschließt, obwohl der Rest von ihm unter Schnee begraben ist. Ich grab ihn mal aus. Oh, das gibt's auch. Ah, das ist, glaube ich, ist das heute erst reingekommen? Es gab ja ein Update heute schon. Weil Ruhm, gestern, wo ich die erste Aufnahme gemacht habe, war noch nichts. Ruhm ist das also. Ah, okay. Du trotzt der Kälte und befreist ihn aus seinem eisigen Grab. Er sammelt sich kurz und sagt dann, ihr habt mich gerettet, obwohl wir Todfeinde sind. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Bitte akzeptiert meinen Segen. Ja! Göttliche Fügung! Füg jeden deiner Würfel während des Würfelgammels plus 1 hinzu. Auch schön. Da haben wir schon mal 3 zusammen. Hops. Ever since I've returned to this world, I've been disappointed. The filth, the shame, the horrors dwell in the minds of men, not in the monsters in the darkness. Ja, die einzige Taverne in Westwinden, das rostige Rasiermesser, oh, klingt doch super, bietet eine sichere Zufluchtsstätte vor den vielen Gefahren der Randgebiete des Kaiserreichs. Der Schankwirt sitzt mit einem Ausdruck resignierter Niederlage vor seinem Lokal. Als du ankommst, springt er in die Höhe und auf seinem Gesicht breitet sich fast ein Lächeln aus. Endlich jemand von der Gilde hier. Diese kaiserlichen Soldaten haben mich fast ruiniert. Bevor du verneinen kannst, hat der Besitzer bereits die Tür zur Taverne geöffnet und schiebt dich hinein. Ja, nicht super. Super. Musketen, okay. Drin bemerkst du eine Handvoll Soldaten des Kaiserreichs, die es sich lieber am Bier gütlich tun, als ihre Pflicht auszuüben. Der von...
neuer Kraft beseelte Wirt springt auf einen Tisch und übertönt den Lärm mit seinem Ruf. Jetzt ist Schluss mit euren faulen, besoffenen Deserteuren. Mit euch faulen, besoffenen Deserteuren. Die Wirtsgilde hat Verstärkung hierher geschickt und jetzt werdet ihr alle auf eure Posten zurückkehren müssen. Diese Stadt muss verteidigt werden. Ich würde, glaube ich, mein Schwert irgendwann im Boden stecken. Ach, leck mich doch. Ich gehe irgendwo an den See. Ich habe keinen Bock mehr. Ah, geil. Sehr geil. Einer der Soldaten erhebt sich leicht, schwankend. Wir haben noch 3 Tage, bis unser Dienst endet und wir in die Zivilisation zurückkehren. Also werden wir beileibe nicht kämpfen, außer unser Biervorrat ist in Gefahr. Stimmt's, Leute? Lautes Jubeln erklingt und Bierkrüge werden rundherum zusammengestoßen. Warum verschwindet ihr nicht einfach mit eurem glänzenden Mini-Abzeichen? Herr Schankwirt dreht sich zu dir um. Was werdet ihr tun? Bedrohen, bestechen, bla 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 bla. Ja. Mann. Die Pappnasen bestechen sehe ich eigentlich gar nicht ein. Also, hau drauf. Du weist mit bedrohlicher Haltung darauf hin, dass sich die Soldaten zum Dienst melden sollten, wenn sie sich nicht beim Heiler melden wollen. Ja, geil. Ich werde... Was ist das? Komplett falsch gesehen. Es ist echt schwierig, das zu erkennen, wenn die Karten von hinten kommen. Von euersgleichen lasse ich mich nicht bedrohen, knurrt ein Soldat, während er sich erhebt. Seine Freunde folgen seinem Beispiel. Auf in die Schlacht, Torero. Jetzt hauen wir den Soldaten mal auf die Fresse. Was? Na kommt her, ihr Stahlbuben. Die Musketen könnten böse sein. Mal gucken. Das kann ich auch. Wächter. Vom Abschaum der Gesellschaft ausgewählt und mit einer geringfügigen Menge an Macht ausgestattet. Wächter können abwehren, wodurch erlittener Schaden stark gesenkt wird. Nutze den Stoß, um ihre Abwehr zu durchbrechen und Schaden zu verursachen. Ja. Ah, ich habe der Kuh gedrückt. Ich muss, glaube ich, die Taste umlegen. Okay, da hat es jetzt mal geklappt, dass ich E drücke. So, zack. Da, zack. Und abgewehrt. Jawohl. Ja, auch ein alter Wolf lernt mal dazu. So, jetzt komm. Hauk. Und zack. Okay, das war schon tot. Das wollen wir nicht nochmal. Aua, ich bin zu spät auf E gedrückt. Du nicht. Komm mal her, mein kleiner Freund. Aua. Uiuiuiui. Ich frage mich echt, ob das mit Controller einfacher zu steuern ist, der Kampf. Das frage ich mich wirklich. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Mir wird sicher zu voll, wenn mir das dann hinzugefügt. Arsenal zugewiesen. Okay. Ein Scherz. Okay, wir gucken uns mal beides an. Bastion der Läuterung. Schadensverteidigen, angreifende Fraktion, verderbte, mehr Schaden, so schwer. Bewegungsgeschwindigkeit finde ich nicht so gut. Verteidigung, aber ziemlich nett. Was macht das hier? Reflektierender Schild. Ich glaube, wir nehmen den Schild. 15, 10. Ich glaube, ich nehme ihn hier. Auch wenn wir dadurch langsamer werden. Ich werde wohl den nehmen. Ja. A shield in more ways than one. 10 Gold. Als die Soldaten unter den wüchtigen Heben deiner Waffe fallen, ruft der Anführer. Halt! Na gut, wir geben uns geschlagen. Hör einfach nur auf, unsere Schädel zu breit zu hauen. Zu schlagen, wollte ich gerade sagen. Du hältst 4 Ruhm. Ernsthaft, ich krieg Ruhm dafür, dass ich... Na gut. Even if you lose the challenge, you have earned this token. Yeah, so, wir haben ihn. Alles klar, lagern. Ach, das geht noch.
Das geht noch, das geht noch. Drei Segen brauchen wir noch. Schneesturm. Wieder so kalt. Aua! Ein wilder Schneesturm fegt über den Berg, wodurch der Aufstieg unerträglich wird. Kennen wir schon. Frostbeulen. Oh nö. Shit. Ja, ich hab da kein Talent für das. In Realität ist das einfacher, finde ich. Die Geräusche von schlürfenden Schritten lassen dich aufwachen. Wir kennen schon Silhouetten. Was haben wir? Frostfallensteller und Frostberserker. Autsch. We're gonna die. Das sind keine Gegner, denen man im Nahkampf begegnen möchte. Ja, wir tun das aber genau jetzt. Eieieiei. So, merken ERF. Alles wichtig. ERF. Von Zorn angetrieben und auf Zerstörung aus. Die Waffen der Bergersacker sind mit Eis verzaubert, dass die Angriff- und Bewegungsgeschwindigkeit ihrer Gegner verlangsamt. Das ist ja mies. Komm erstmal du her. Ja, natürlich drücke ich wieder Q aus Gewohnheit. Diesmal habe ich eh gedrückt und zu spät anscheinend. Kann ich dich da noch runterschmeißen? Ja, super. Man sollte natürlich, wenn man ausweicht. Ich, hallo? Lass mich doch mal! Na! Ah! Mein Timing ist katastrophal schlecht. Das war irgendwie im ersten einfacher. Und das ist echt jetzt alleine schon die, das bisschen Bewegungsgeschwindigkeit, was ich. 10% waren es im Ende, ne? Ja, 10% Bewegungsgeschwindigkeit und. Ein absoluter Loop! Oh, da greift er zweimal an die Sau! Oh Gott, zwei! Kollege, du hast dich. Nochmal Glück gehabt! Wie schlecht stehen wir da? Ich hab nicht drauf geachtet. Ich war wahrscheinlich kurz so tot. Ne? Nochmal Glück gehabt? Keine Ahnung, unter 5 Leben oder so? Tatsache, gut geschätzt von mir. Ich glaube, wir sollten mal ein Lager aufschlagen. Die Eindringlinge fliehen, als der Schneesturm nachlässt. Malaclipes sammelt Feuerholz und sagt, dieses Holz ist trocken genug. Wir können uns, ja, das sollten wir machen. Ein Lager, mal gucken, was geschieht. Als ob er dir aufgelauert hätte, tritt der pilgernde Nordling vorsichtig aus der Dunkelheit hervor und lässt sich neben dich auf den Boden fallen. Der Berg Fredis ist ganz schön bissig, sagt er und grinst. Ich liebe diesen rauen Kuss. Die bitterkalte Umarmung. Wieder mal ein schöner Aufstieg. Okay. Nahrung kochen. Nahrung. Das sollte ich jetzt sowieso ein bisschen machen noch. Zumindest mal so auf 80 wieder hochkommen. Bei meinem Glück kriege ich nämlich gleich wieder irgendwo Schaden her. Gut, das hätte ich Frostschaden gekriegt, dann wäre man nämlich tot umgefallen. So. Fast wieder voll. Hui, und die Folge ist auch fast voll. Ich sage an dieser Stelle, vielen Dank fürs Anschauen zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.